das ist die Katastrophe. Seit 10 Uhr früh mit Kunden unterwegs, ja? Und jetzt muss ich von Alanya City nochmal nach Kestell. Die anderen Kunden, es ist schon 18 Uhr, die Armen, ich habe mich entschuldigt, weil ich mich verspäte. Man sollte schon pünktlich kommen, ja? Aber aktuell ist die Katastrophe. Alle wollen hierher. Wir haben jetzt Oktober und immer noch die Hölle los. Jeden Tag Kunden, jeden Tag Kunden. Ich wollte es eigentlich runterfahren, ich wollte es weniger machen, weil ich, warum bin ich denn hier? Nur um zu schuften, Geld, Geld, Geld. Nein, ich will auch leben, ja. Ja, ich weiß, ich jammer auf höchstem Niveau, aber mir tut es jetzt um die Kunden leid, die müssen jetzt warten, ja. Und jetzt kommt der Witz, danach von Kestell nach Mahmutlar die Wohnung zeigen, die ich schon gerade jemand anders auch gezeigt habe, die sich überlegen. Und von dort wieder zurück hier Cleopatra Beach, zwei Wohnungen, ja. Und um 8 Uhr, die sind beide vermietet, Top-Wohnungen, Cleopatra Beach, super günstig. Zwei Wohnungen, wenn beide gekauft werden, wird es günstiger. Wenn einzeln gekauft wird, wird es teurer. Und um 20 Uhr wieder zurück, ja. Und wann komme ich denn dann heim? Um 10, ich meine, meine Kunden machen ja auch die Arbeit, die Mühe. Wir müssen uns halt alle bemühen, dass alle glücklich werden. Ja? Ihr müsst glücklich werden, ihr muss glücklich werden und die Verkäufer müssen glücklich sein. Alle, nicht nur der Verkäufer, nicht nur der Makler, sondern auch die Kunden, die kaufen, vor allem die. Und deswegen auch schön die Preise so halten, dass es noch geht, weil aktuell spinnen ja einige. Ja? Also ich muss noch mehr runterfahren. Und alle, die ich gerade warten lasse, tut mir wirklich leid. Ich gebe wirklich mein Bestes. Und es geht nicht mit jemandem einstellen oder so. Dann musst du den Schlüssel wieder, dies, das, wohin, was auch immer, welche. Vergiss es einfach. Ich will es auch nicht vergrößern, das Ganze. Ich will weniger machen. Weniger, aber mehr Qualität. Also nochmal, sorry, dass ihr ein bisschen warten müsst. Ich beeil mich und ich fahre den hoffentlich nicht drauf. Und von dort dann wieder nach Cleopatra Beach und dort die Wohnungen zwei verschiedenen Leuten zeigt, zwei verschiedenen Pärchen, aber vier Leuten. Und ja, manchmal ist es halt so, kann man nichts machen. Ne? Okay, liebe Grüße aus dem wunderschönen, immer noch vollen und immer noch warmen Alanya. Ich habe die Klimaanlage im Auto und so viel von mir. Ich werde ein bisschen noch weiter runterfahren, lieber weniger, dafür ohne Stress, auch für die Kunden ist das besser und alles angenehmer für alle. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Und man muss hier echt aufpassen, dass man sich nicht jeden Tag 10-mal verliebt, wenn nicht 30-mal. Heute war es sehr schlimm, stimmt's? Okay, also, so jetzt konzentriere ich mich mal auf die Straße und mache meine Sachen heute noch von Café nach Mahmutlar, von Mahmutlar Cleopatra Beach. Das sind Investoren, die wollen mehrere Wohnungen, finde ich auch gut. So werden auch neue Wohnungen gebaut und somit sinken dann auch alle Preise irgendwann hoffentlich. Aber vergiss es, die ganze Welt kommt hier. Gerade ist eine Demonstration von Iranern am Atatürk-Denkmal gegen Iran, weil die, das ist ja auch richtig. Was soll denn das? Da gehst du wählen, aber diese drei alten Männer da, diese Mullahs, haben am Ende das Sagen. Wozu wählst du denn eigentlich? Also deswegen verstehe ich meine iranischen Mitbürger. Ja, sind auch super Leute darunter. Ja? Ob es Juden sind oder ob es Moslems sind, Christen sind. Überall gibt es sehr, sehr gute Leute und auch überall gibt es auch Idioten. So, jetzt wieder viel gelabert. Und die Sonne geht unter und ich arbeite immer noch. Oh Gott, also tschüss. Meine Stimme.